Schon wieder ein mit Wasser gefüllter Ballon. Schon wieder kaputt. Aber da war doch gar niemand in der Nähe. Wir müssen wieder das Zeitlupenvideo zu Hilfe nehmen. Aha, da sehen wir, wie ein kleines Geschoss durch die Ballonhülle tritt und diese aufreißt. Das Geschoss ist das Projektil eines Luftdruckgewehrs. Es tritt von rechts in die Ballonhülle ein und gleich darauf auf der linken Ballonseite aus. Das Projektil ist zwar recht klein und leicht, dafür aber sehr, sehr schnell. Die Wirkung des Einschlags des Projektils ist daher stärker als im vorigen Video beim Aufstechen der Ballonhülle. So können wir sehen, dass das Wasser aufgrund seiner Trägheit die Form des Ballons wieder weitgehend beibehält. Jedoch reißt das Projektil beim Durchtreten durch den Ballon eine kleine Menge Wasser mit. Auch ist dieser Ballon etwas kleiner als jener, welcher mit der Nadel angestochen wurde. Die Masse des Wassers im Ballon ist daher nicht so groß. Das Wasser lässt sich so leichter von äußeren Kräften beeinflussen. Aus einer anderen Perspektive können wir den Weg des Projektils sogar ganz genau verfolgen. Selten sieht man ein solches im Flug. Übrigens dürfen Waffen niemals auf Menschen oder Tiere gerichtet werden, auch keine Luftdruckwaffen, Softguns oder ähnliches.